So, herzlich willkommen zur heutigen Functional Medicine Runde, der letzten dieses Jahr. Heute zum Thema Inflammation. Wir haben wie immer zwei ganz tolle Gäste dabei. Heute die Frau Dr. Simone Koch und die Dr. Hildegard Schneider-Nutz. Wie Hildegard kennt ihr schon aus einer der letzten Sendungen. Simone ist heute das erste Mal dabei. Deshalb herzlich willkommen an euch beide und natürlich auch an den Matt, der wie immer mein Co-Moderator ist. So, ich muss noch einmal auf Zulassen drücken, dann geht es auch schon los. Wir starten heute zum Thema Entzündung, chronisch entzündliche Krankheiten, ein total spannendes Thema und es freut mich auch, dass ihr so zahlreich alle kommt. Wir machen es wie immer, der Matt wird mich kurz vorstellen, ich stelle den Matt kurz vor und dann steigen wir auch schon in die Sendung ein. Dementsprechend bin ich jetzt mal kurz ruhig und lasse den Matt sprechen. Corinna ist eine der ersten Functional Medicine Certified Health Coaches Deutschlands. Als solche betreut sie seit einigen Jahren ihre Kunden deutschlandweit und unterstützt sie dabei, wieder ein gesundes und zufriedenes Leben zu führen. Sie hat das größte europäische Netzwerk für funktionelle Medizin gegründet und sorgt damit für Vernetzung des ganzen Kontinents, um gemeinsam zu lernen, zu inspirieren und zu wachsen. Corinna ist die erste europäische Huddle-Leaderin der renommierten School of Applied Functional Medicine und begleitet pro Semester zwei Klassen mit Schülern aus aller Welt auf ihrem Weg zum Functional Medicine Practitioner. Das Thema chronische Entzündungen hat sie schon immer fasziniert, im Zusammenhang gerade auch mit ihrer eigenen Autoimmunerkrankung. Und dieses Thema steht im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Entzündliche Trigger zu identifizieren, zu reduzieren und den Körper in seiner Haltung zu unterstützen, in seiner Heilung zu unterstützen, machen die Basis ihrer täglichen Arbeit mit ihren Kunden aus. Vielen Dank, lieber Matt. Und Haltung ist aber natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Haltung ist auch wichtig, Ohne aber du Haltung geht bist ja auch überhaupt sehr nichts. gut. Ja. Vielen Dank, lieber Matt. So, dann werde ich einmal dich unterstützen. Ich habe meinen Spickzettel falsch aufgebaut. Ich muss gleich einmal die Seite drehen, aber das müsst ihr mir verzeihen. Also, der Matt ist Unternehmer und ein medienbekannter Biohacker in Deutschland. Er ist Inhaber von Biohacking 101, einer digitalen Gesundheits- und Kommunikationsagentur in München. Auch moderiert er die von Max Gotzler gegründete Biohacking Germany Facebook Community mit über 2000 Mitgliedern. Seit 2013 ist Matt ein Frühanwender und Vollblutunterstützer der funktionellen Medizin in Europa. Er selbst hat die funktionelle Medizin in seinem eigenen Leben angewendet, um nach langjähriger chronischer Krankheit von seiner Autoimmunkrankheit symptomfrei zu werden. Matt hatte sich zum Ziel gesetzt, innovative Gesundheitsthemen wie zum Beispiel die funktionelle Medizin als Biohacker in Deutschland bekannter zu machen, damit diese von mehr Patienten über skalierbare digitale Kanäle entdeckt werden können. Im Mai 2020 hat Matt FunctionMedicineAccelerate.com gegründet, um Praktizierenden der funktionellen Medizin in Europa über Trainings Zugang zu strategischem unternehmerischem Denken und digitalem Know-how zu geben. Matt hat einen Abschluss in klassischer chinesischer Medizin der Technischen Universität von Sydney in Australien und lebt mit seiner Frau Tiffany und seinem zweijährigen Sohn Max in München. Sehr schön. Also herzlich willkommen alle zusammen. Und ich nehme direkt mal das Rechtliche voraus, unser lieber Disclaimer, ohne den wir ja nicht starten wollen. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen lediglich der Vermittlung von Wissen und können die individuelle Beratung von einem Arzt nicht ersetzen. So, jetzt wollen wir starten mit dem spannenden Teil. Es geht heute um das Thema Entzündung. Und ich habe mir, weil ich ja immer in das Thema einführe, lange überlegt, wie mache ich das? Was erzähle ich denn? Wie erkläre ich am besten, was eigentlich so wichtig ist um dieses Thema? Und bin dabei auf einen sehr coolen Film auf YouTube gestoßen. Kurzes Filmchen, das sich mit dem Thema akute Entzündung auseinandersetzt. Aber ich wollte den einmal kurz abspielen, damit ihr seht, was Entzündung ist. Und dann können wir nämlich auch ein bisschen genauer in die Diskussion einsteigen. Ich gebe dazu meinen Bildschirm frei und den Computerton. Ihr werdet jetzt gleich meinen fürchterlichen Hintergrund sehen und dann starte ich den Film. So. In diesem Screencast geht es um die Symptome der akuten Entzündung. Jede akute Entzündung, ist egal welche Ursache sie hat, macht die gleichen Symptome: Kalor, Rubor, Tumor, Dolor und Functio Laesa. Zu Deutsch bedeutet Kalor Wärme, der Rubor meint die Rötung, der Tumor bedeutet Schwellung.
Dolor heißt Schmerz und Functio Laesa ist eine Funktionseinbuße des betroffenen Gewebes. Wie kommt es dazu? Wie jede Geschichte beginnt auch die akute Entzündung mit einer Ursache. Man nennt sie auch die Noxe. Das kann eine Infektion mit Bakterien oder Viren sein, eine Schnittwunde oder eine Durchblutungsstörung, zum Beispiel von Herz oder Gehirn. Jede Ursache schädigt das Gewebe. Das kann ein kleiner Schaden sein, bei einem Schnitt in den Finger zum Beispiel, oder es kann auch ein sehr großer Schaden entstehen, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt. Durch den Zell- und Gewebeschaden werden chemische Substanzen freigesetzt, die man Entzündungsmediatoren nennt. Entzündungsmediatoren starten oder vermitteln und steuern die Entzündungsreaktion. Sie stehen somit im Zentrum der Entzündungsreaktion. Entzündungsmediatoren sind zum Beispiel Histamin, Prostaglandine oder Interleukine. Prostaglandin verursacht zum Beispiel Fieber und Schmerzen. Viele bekannte Schmerzmittel hemmen die Bildung von Prostaglandinen. Verläuft die akute Entzündung heftig, kann es sein, dass die Entzündungsmediatoren dem Gehirn befehlen, die Körpertemperatur zu steigern. Wir bekommen Fieber. Der Zell- und Gewebeschaden sowie die Entzündungsmediatoren reizen Schmerznerven im Gebiet der Entzündung. Das führt auch oft zur Fehlfunktion. Zum Beispiel bewegt man ein entzündetes Gelenk nur ungern, da es weh tut. Vasodilatation heißt Gefäßerweiterung und Hyperämie bedeutet mehr Durchblutung. Die Entzündungsmediatoren wie Histamin und Prostaglandin erweitern die mittelgroßen Arterien, die Arteriolen sowie die kleinsten Blutgefäße, die Kapillaren. Dadurch fließt mehr Blut ins Entzündungsgebiet als normal. Das erklärt die beiden Symptome Rubor und Kalor. Mehr Blut färbt das Gewebe rot und wo Blut ist, ist auch Wärme. Eine direkte Folge der Vasodilatation mit Hyperämie ist die Exudation mit Ödem. Die Wände der erweiterten Blutgefäße werden durchlässiger als sonst. Es fließt viel Flüssigkeit aus dem Blut in das entzündete Gewebe und nimmt dabei Eiweiße und Abwehrzellen mit. Das nennt man Exudation, was wörtlich übersetzt Ausschwitzen bedeutet. Die Flüssigkeit im Gewebe verursacht eine Art weiche Beule, die der Fachmann als Ödem bezeichnet. Ödem heißt auf Deutsch Geschwulst. Das ergibt das Symptom Tumor, was ebenfalls Geschwulst bedeutet. Dabei stammt das Wort Ödem aus dem Griechischen und Tumor aus dem Lateinischen. Drückt das Ödem auf Schmerzfasern, kann das Schmerzen auslösen oder verstärken. Das Ziel einer jeden Entzündung ist die Reparatur des geschädigten Gewebes. Ob das gelingt, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Abwehrzellen eliminieren Krankheitserreger wie Viren und Bakterien oder räumen Zelltrümmer weg, damit Platz für neue Zellen da ist. Geschädigtes Gewebe kann sich regenerieren, das heißt, dass die kaputten Zellen durch frische ersetzt werden. Je nach Größe und Ausmaß des Gewebeschadens entsteht am Entzündungsort ein neues Gewebe. Das entspricht der Heilung und wird als Restitutio ad integrum bezeichnet. Restitutio bedeutet Wiederherstellung und Integrum meint Unversehrtheit. Somit ist alles wieder wie neu. Ich denke, wir haben den wichtigen Teil gehört. Mir war es einfach wichtig, dass wir alle über dasselbe Thema reden und da Entzündung doch so was Abstraktes ist, fand ich, war das eine schöne Einleitung zum Thema, was ist denn eigentlich ein entzündlicher Prozess im Körper? Und wir haben jetzt natürlich die akute Entzündung angeguckt und wollen jetzt schauen, was passiert, wenn chronische Entzündungen im Körper sind. Wir haben gesehen, Entzündungsreaktionen sind was völlig Normales.
Entzündung entsteht im Prozess der Heilung. Entzündung entsteht aber auch in anderen Prozessen, die wir jeden Tag durchführen, im Entgiftungsprozess, aber auch ganz schlicht und einfach in jedem Schritt der Energieproduktion macht der Körper oxidativen Stress und reagiert auf oxidativen Stress mit Entzündung. Und dementsprechend ist das ein Thema, was nichts Abstraktes ist, sondern was milliardenfach am Tag in unserem Körper stattfindet, unser Körper aber eigentlich Mechanismen hat. Unser Körper ist ganz schlau und produziert zu allem Entzündlichen auch immer Antientzündliches und eigentlich findet der einen Weg in die Balance. Und unser Thema ist heute, was passiert, wenn der Körper eben raus ist aus dieser Balance und was können wir machen, damit das möglichst nicht passiert. Wir möchten das mit zwei Gästen besprechen und damit ihr ein bisschen wisst, wer heute zu Gast ist. Ich gehe davon aus, ihr kennt die schon, aber trotzdem wollen wir die einmal vorstellen. Darf der Matt einmal bitte die Simone vorstellen? Also, Dr. Simone Koch ist Ärztin für Umwelt-, Ernährungs- und funktionelle Medizin und ist in Berlin als Ärztin in eigener Praxis tätig. Sie ist Buchautorin und Mitbegründerin der Patienteninformationsseite autoimmunhelfe.de. Privat interessiert sie sich sehr für Biohacking, Sport und Leistungsoptimierung, was stark in ihrem Social-Media-Auftritt mit einfließt. Willkommen in der Runde, Simone. Dankeschön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Was mich total freut, wenn ich mir deinen Social-Media-Kanal immer angucke, ist, dass wir nicht nur die funktionelle Medizin ja teilen als Leidenschaft, sondern auch den Sport. Ich habe gesehen, du bist auch begeisterte Kettlebell-Anhängerin. Also auch da trifft man sich wieder. Sehr schön, schön, dass du da bist. Ich darf einmal die Hildegard vorstellen. Dr. Hildegard Schneider-Nutz ist Anästhesistin und Psychotherapeutin und arbeitet seit 25 Jahren als Spezialistin für Patienten mit chronischen Schmerzen. Gesundheitsprobleme in der Familie brachten sie vor 10 Jahren in die funktionelle Medizin, die sie in einem intensiven Selbststudium in den USA erlernte. Heute ist die funktionelle Medizin ein fester Bestandteil in der täglichen Praxis. Sie ist Bloggerin für das erste deutschsprachige Patienteninformationsportal MyDoc4, welches für Interessierte bereits auf Instagram und Facebook verfügbar ist. Eine Homepage dazu wird in Kürze folgen. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da Hallo. Bist. Wir kennen dich Danke, ja schon aus der Reizdarmsendung, ne? Ja. Schön, dass ihr da seid. So, und jetzt geht's los. Lasst uns diskutieren. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ja, wir werden es einfach so machen. Wir stellen die in die Runde. Wer zuerst antworten möchte, darf zuerst antworten. Dementsprechend, ihr dürft gerne euch unmuten, wie man das auf Neudeutsch sagt, und einfach drauf loslegen. Also, in euren Worten, wie erklärt ihr euren Patienten, was eine stille Entzündung ist und warum dieses Thema für sie so relevant ist? Ja, das machen wir täglich, glaube ich. Also meine Praxis ist ja voll von Patienten mit Silent Inflammation. Auch chronische Schmerzen haben ja Silent Inflammation als Ursache. Ich erkläre den Patienten auf jeden Fall auch oder versuche auch immer das über das Modell der Balance zu machen. Also dass ein Immunsystem arbeitet, ist ja was ganz, ganz Normales und auch was ganz, ganz Gesundes. Aber wenn es fehlgesteuert wird oder zu viel arbeiten muss, einem ständigen Reiz ausgesetzt ist, dann sucht es sich eben Ventile, wo es auch seine Balancestörung loswerden kann. Und das sind dann unklare Symptome, die Patienten dann ja auch eigentlich auch nur abnicken können. Wenn man sagt, was sind das für Symptome, dann sagen die, oh, das habe ich, das ist auch, das trifft auch zu, das haben wir auch in der Anamnese. Und das ist eigentlich, finde ich, eine relativ klare Sache. Also viele Patienten finden sich sofort da wieder und sind auch total froh und erleichtert, dass sie das erste Mal erfahren, dass in ihrem Körper wirklich was schiefläuft und sie nicht zum Beispiel einbildungskrank sind. Ja, also würde ich unterstützen. Also das, was wir so täglich sehen. Ich vergleiche das Immunsystem für meine Patienten immer gerne mit einem Heer, was eigentlich ein Friedenschor ist und eigentlich dafür zuständig ist, den Frieden im Körper zu halten insgesamt und wo halt ganz viele miteinander arbeiten müssen. Also wo es die Kommunikatoren gibt, die Schlichter, die einfach die eigentlichen Angriffstruppen immer ein bisschen ruhig halten und für Beruhigung sorgen im System. Dann gibt es die Signalträger, die halt die Botschafter, die hin und her laufen zwischen den einzelnen Systemen und dafür sorgen, dass jeder weiß, was Sache ist. Und wenn irgendwo in diesem
dem, was krankt. Also wenn zum Beispiel die Schlichter nicht in ausreichender Menge vorhanden sind oder wenn die Angriffstruppen völlig übermüdet sind und permanent gestresst sind, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, um einfach sich klarzumachen, was ganz oft, also viele haben diese Vorstellung, dass das Immunsystem, und das finde ich halt ganz, ganz wichtig so in dieser Diskussion, das Immunsystem gibt es nicht, sondern unser Immunsystem besteht halt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Einzelzellen mit unterschiedlichsten Funktionen, die nur in der perfekten harmonischen Zusammenarbeit so funktionieren, dass so wie in diesem kleinen Video eben eine akute Infektion angegriffen, bekämpft und dann wieder repariert werden kann und dass eben nicht bestimmte Teile des Immunsystems vergessen, dass ihre Arbeit bereits erledigt ist und halt wieder zurückkehren in die Balance, so wie eben schon gesagt, dass halt alles wieder ruhig miteinander arbeitet. Weil wenn halt weiterhin also diese Übermüdung herrscht und wenn halt an vielen Stellen quasi kleine Feuer brennen, dann kommt es nicht wieder zu der Balance und zu der Ruhe und der Körper ist einfach dauernd außer Kontrolle, aber das sind meistens halt ganz kleine Herde und Feuer sozusagen, die irgendwo noch bestehen bleiben nach dem akuten Scharmützel und wo man nicht so richtig sieht, dass das noch da ist. Und das ist dann eben oft die stille Entzündung, weil das ist ja das, was das ausmacht. Das ist eben nicht, das ist wie in diesem Beispiel eben mit Kalor, Dolor, manchmal ist es schon Ödem, aber dass man eben nicht so akut sehen kann, da ist das Problem, sondern dass es im Untergrund schwelt, aber trotzdem massive Probleme verursachen kann. Und das ist gern das Bild, auf das ich zurückgreife. Und je nachdem halt eben, welcher Teil des Immunsystems nicht mehr funktioniert, dann auch gut erklären, kann man, finde ich, auch gut erklären. Das sind eben, also ich vergleiche halt, wie gesagt, gern mit dem Fantasy her, dass ich halt dann sage, das sind hier die Berserker-Trolle, die kommen nicht wieder zur Ruhe, die bleiben im Berserker-Mode. Oder das sind hier die Scharfschützen und die schießen jetzt einfach auf alles, was da ist. Weil es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, welcher Teil des Immunsystems nicht mehr richtig in Harmonie funktioniert. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass die Patienten wissen, dass oft auch eine akute Entzündung ist ja was ganz Gesundes. Also wenn die kommt und wieder geht, ist die ja sehr, sehr gesund. Und die merkt man, die spürt man, da hat man Einschränkungen. Der Körper befiehlt ganz klar, jetzt Ruhe und dann wirst du wieder gesund. Das spürt man auch, das macht man dann auch irgendwie gerne und auch sehr einsichtig. Und bei der chronischen Entzündung oder Silent Inflammation ist es so, dass das oft jahrelang ja unbemerkt bleibt und man nur so Symptome hat, wie ich habe einen Leistungsknick, ich bin nicht mehr so, viele schieben dann ihre Probleme aufs Alter. Und das ist eben nicht eine Geschichte mit Anfang und Ende. Das ist eine ganz stille Geschichte, die bohrt sich irgendwo rein. Also das hat eigentlich, muss man auch sagen, ne Simone, das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Eine akute Entzündung ist was Gesundes und eine chronische Entzündung ist oft der Anfang von viel Unheil und auch von Zivilisationskrankheiten, weil das der Nährboden und die Grundlage ist, wie wir krank werden und wie wir altern, wenn es nicht in der Balance ist. Jetzt habt ihr so wunderschön meine zweite Frage schon mit beantwortet. Das habt ihr super gemacht, deshalb darf der Matt direkt seine nächste Frage stellen. Okay, gut, ja, sehr gut, sehr gut. Klar, das hängt so eng miteinander zusammen. Also nächste Frage, woran bemerke ich denn möglicherweise, dass ich entzündet bin? Was sind da die Warnzeichen? Oder willst du anfangen, Hildegard? Sollen wir uns die teilen? Wir können uns die teilen. Ja. Ich fange vielleicht auch mal an mit den Sachen, die bei mir oft vorkommen. Also zu mir kommen ja ganz viele Menschen mit Gelenk- und Muskelschmerzen, wo die gar nicht so wissen, wo das herkommt. Und wenn man dann so ein bisschen weiter bohrt, dann finden wir auch oft Schwellungen, aber nicht eben da, wo was schief geht, sondern vielleicht irgendwo so eine Schwellneigung im Körper, mal Rötungen, die auftreten, die wieder weggehen. Und viele haben dann eben auch Erschöpfung, Leistungsknick, wie wir eben schon gesagt haben, und Depressionen, Angst und Panikattacken, Schlafstörungen sind ganz wichtig. Und was häufig auch ein Thema ist, weil ich habe ja in der Praxis jetzt nicht, doch ich habe sehr viele junge Patienten, das erschreckt mich manchmal auch. Also wenn jemand kommt und ist 25 und hat chronische Schmerzen, das ist etwas, was wirklich nicht sein darf. Aber viele Ältere, die dann eben auch noch vielleicht so ältere Herren, die haben dann ein Beugskin, die sagen dann auch, ja, Gewichtszunahme ist so in den letzten Jahren gewesen, manche nehmen aber auch ab. Und das sind so unspezifische Symptome, wo die Patienten eher nicht wissen, was sie haben. Und
ich will der Simone auch noch ein paar Symptome übrig lassen. Weil zum Beispiel die Hormone gehen oft schief und da sagt sie bestimmt gerne was zu. Und was wir beide auch teilen, ist natürlich die Leidenschaft für den Darm. Den haben wir irgendwie, den haben wir ein bisschen untergejubelt. 80% des Immunsystems sind ja im Darm. Also Darmstörungen haben die Menschen auch immer. Muss man aber natürlich auch nachfragen, ne? Weil viele erzählen ja nicht, dass sie Darmprobleme haben. Das ist ja so ein Tabuthema bei uns. Ja. Dysästhesien, Kribbelgefühle. Ich sprudel jetzt über. Ich lasse dich jetzt mal weitermachen. Sorry. Ja, ich finde halt auch, also das, was du vorhin schon gesagt hast, also es ist im Prinzip die Ursache fast aller Zivilisationskrankheiten. Und insofern kann es halt auch ganz viel da sein. Also bei mir halt viel die Autoimmunerkrankung und spezifische Schmerzen bei dir, aber ansonsten auch also der klassische Diabetes mellitus Typ 2. Adipositas kann halt auch mit eine Folge sein, wie du schon gesagt hast, der chronisch-systemischen Entzündung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden auch großteils halt auch auf diesen Bereich zurückgeführt. Also im Prinzip halt diese ganzen, also alles, was wir so kennen, was im Prinzip die WHO sagt, die chronisch-systemstille Entzündung ist inzwischen die Nummer 1 Todesursache weltweit, weil halt fast alle Erkrankungen, die wir so kennen, in ihrer Folge dadurch entstehen. Eins der Hauptsymptome, was ich immer wieder höre, ist spezifische Erschöpfung und Müdigkeit. Das ist ganz einfach zu erklären. Das Immunsystem braucht unglaublich viel Energie, wenn es aktiv ist. Auch das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einem großen Heer. Ein großes Heer zu unterhalten ist extrem teuer. Daran sind schon viele Kriege gescheitert. Und das ist halt auch in unserem Körper so. Ein vollständig aktiviertes Immunsystem, das hat man festgestellt, indem man dem Körper massiv bestimmte Bakterien zugeführt hat, beziehungsweise Bestandteile von Bakterien, kann den akuten Energiebedarf um bis zu 500 Kalorien erhöhen. Das muss man erstmal decken. Das führt dann halt auch zu dem, was Hildegard vorhin schon gesagt hat, dass manche an Gewicht abnehmen, obwohl sie eine chronisch-systemische Entzündung haben. Und das führt dann dazu, dass wo der Körper dann abzieht, weil die haben so ein bisschen ständigen Streit um die Energie, ist das Gehirn. Und das führt dann zu den klassischen Symptomen, womit sehr, sehr viele kommen. Konzentrationsstörungen, Brain Fog, Wortfindungsstörungen, unspezifische Erschöpfung, Müdigkeit und das Gefühl, einfach nicht mehr so richtig in die Gänge zu kommen und auch nicht mehr so richtig mal selber zu sein. Und was ich ganz oft höre, ist, ich bin doch noch so jung, ich fühle mich schon wie 80. Und das geht halt ganz, ganz vielen so, dass sie sich einfach enorm erschöpft fühlen. Und im Prinzip dann eben in der Folge die multiplen hormonellen Dysbalancen, weil chronische systemische Entzündung führt halt auch zu einem, also ist ein massiver ständiger Stressor. Der ständige Stress führt zu einer ständigen Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen Nebennierenachse. Und das wiederum kann halt durch verschiedenste Prozesse, ich weiß nicht, da will ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber dazu, dass sämtliche Hormone völlig aus der Balance geraten können. Und dann kriegt man eine ganze Reihe von verhängnisvollen Kreisläufen, die halt ineinandergreifen. Und je nachdem, wo vielleicht schon eine Vorschädigung beziehungsweise eine besondere Empfindlichkeit des Körpers war, entwickelt sich dann eben eine Erkrankung. Also deswegen entwickelt der eine vielleicht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, der nächste wird übermäßig dick und der nächste entwickelt vielleicht eine Autoimmunerkrankung. Das hat dann was mit genetischen, ja nicht Schädigungen, aber mit dem genetischen Material zu tun, mit der Suszeptibilität und mit der Lebensgeschichte. Also was man bis dahin schon alles so erlebt hat und welchen Sachen man vielleicht ausgesetzt war oder nicht. Wenn man halt ganz auf den allerersten Basisstein sozusagen zurückgeht, ist es halt bei all diesen ganzen Geschichten, dass ein chronischer Entzündungsprozess eingesetzt hat. Ihr macht mich heute ganz arbeitslos, weil ihr so schön ausführlich erzählt. Vielen, vielen Dank für die zwei tollen Antworten. Ich wollte nur noch eine Sache anmerken, weil du ja gerade gesagt hast, ne, dass der Energiebedarf so stark steigt aufgrund eines aktivierten Immunsystems. Wenn man das einen Schritt weiter denkt, in dem Moment, wo man erhöhten Energiebedarf hat, der wird ja nicht alleine durch Kalorien quasi gefüllt, dann hat man natürlich auch einen massiv erhöhten Nährstoffbedarf. Und wenn man sich dann wieder anguckt, dass die Menschen gerade in solchen Stresssituationen, in solchen außerordentlichen Situationen häufig ja gar nicht gucken, was sie so essen, dann läuft man im Grunde da in einen ganz fiesen Kreislauf, ne? Weil der Körper auch für die Energieproduktion massiv Nährstoffe braucht. Und der braucht für die Entgiftung Nährstoffe, der braucht, um die Entzündung zu reduzieren, Nährstoffe, Phytonährstoffe. Und dann hat man eben gleich so einen fiesen Kreislauf, aus dem man im Grunde und aus dem der Körper so von ganz alleine dann auch nicht mehr rauskommt, wenn man nicht tatsächlich an der Ursache dreht und schaut, wo liegt der Hund begraben, was kann ich tun, damit ich diesen Kreislauf eben unterbreche. Ne? Und dann sind wir bei der funktionellen Medizin, das ist das, was wir alle machen.
Ich würde gerne die nächste Frage stellen und da geht es um das Thema Diagnostik. Wenn wir jetzt über das Thema Silent Inflammation sprechen, was würdet ihr sagen, welche Labore sind für euch absolut relevant? Was sollte man sich angucken, wenn man zum Arzt geht, nach was sollte man fragen? Ich weiß, es ist schwierig, weil es so ein breites Feld ist, aber es gibt sicherlich einige diagnostische Maßnahmen, wo ihr sagt, da sollte man auf jeden Fall mal nachgucken. Also ich fange nochmal an. Ich hab eine sehr, vielleicht eine kontroverse Meinung dazu. Also ich bin jemand, ich bin in Amerika ausgebildet, don't guess, test. Ne? Das hört man da, man soll viel Labor machen. Es ist aber so, dass ich habe ja auch primär eine kassenärztliche Praxis und möchte Patienten auch trotzdem funktionelle Medizin mit anbieten. Und die gesamte Laborleistung, die da in Frage kommt, ist eine Privatleistung, also Selbstzahlerleistung. Von daher denke ich so, das Wichtigste für mich in der Diagnostik ist die Anamnese. Diese Symptome, die man hat, die kommen ja nicht von irgendwo. Das sind ja schon glasklare diagnostische Kriterien, wenn der Körper um Hilfe schreit. Denn die ganzen Symptome sind ja nicht eingebildet, sondern der Körper sagt, hier stimmt was nicht und hörst du mich immer noch nicht, muss ich noch eine Schippe drauflegen. Und deswegen halte ich mich mit Laborleistungen ganz, ganz oft zurück. Und biete aber lieber dann Sachen an, die in die Ursache schon gehen. Also wenn wir schon so ein bisschen vorgeguckt haben, in welche Richtung es geht. Ich habe da auch einen Fragebogen entwickelt und versuche so die Organsysteme für die Patienten auch durchschaubar zu machen mit Fragen, wo man eben so sagt, kommen wir aus der Verdauung, ist es eine Hormonstörung, was der Sache zugrunde liegt. Und dann lasse ich mich davon auch leiten. Und was ich aber trotzdem oft auch anbietet, ist das hochsensible CRP. Es gibt ja so ein Protein, das kennt jeder, wenn er eine Entzündung hat, dann geht er zum Hausarzt und der Hausarzt sagt dann, ja, ich gucke jetzt mit dem CRP-Wert, ob das ein Virus ist oder ein Bakterium, was sie haben, also ob sie ein Antibiotikum brauchen. Und die Leute kriegen ja auch gesagt, wenn das CRP ansteigt, dann geben wir gerne ein Antibiotikum oder das ist dann besser, was ich jetzt nicht unterstreichen kann. Also es ist ein akute Phase-Protein, aber es gibt eine Version, die heißt hochsensibles CRP. Und das ist auch eine sehr kostengünstige Untersuchung. Also die liegt, denke ich, so im Bereich von 20 Euro. Und da kann man schon mal sagen, die können 11,70 Euro. 11 Euro, ja. Der Transport kommt bei uns noch dazu. Aber 11,70 Euro ist wirklich was man ja machen kann. Danke. Das ist ein Gesicht. Die Liste jetzt nicht hier. Und das ist dann so, dass ich sage, das ist dann was, wo wir auch nachweisen können. Oder wenn das anschlägt, dann sind wir eigentlich schon in so einem Stadium, wo wir sagen, das kostet schon Soldaten. Also weil wir dann schon Inflammation auch in den kleinen Gefäßen haben. Und wenn wir in den kleinen Gefäßen haben, dann kann man wirklich auch sagen, das ist schon ein systemischer Prozess, der ist under construction, also da geht gerade was wirklich ab. Ne? Das ist dann schon schwerwiegende Silent Inflammation. Sonst halte ich mich mit Labor oft zurück und gucke erst so, ob wir so klarkommen. Und deswegen fragen wir die Simone, wie sie vorgeht. Ich glaube, es ist ein bisschen, bei mir ist es ein bisschen anders, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich ja viel Klientel habe, was schon sehr stark antherapiert ist, also was schon bei zig Leuten vorher war. Und oft halt auch schon alles Mögliche mitbringt und die auch oft einen sehr hohen Wunsch danach haben und weil ich sehr spezifisch behandle. Also ich versuche halt bestimmte Fraktionen des Immunsystems sehr spezifisch anzugehen und dafür muss ich natürlich auch wissen, welche Fraktion des Immunsystems ist überreaktibel und wo muss ich da entsprechend rangehen und nach Möglichkeit auch, was ich halt auch mitmache, worauf reagiert das? Also ich teste das gerne schon in der Petrischale vor sozusagen, um halt eben für den Patienten langfristig dann an Supplements und so Kosten zu sparen und auch relativ sicher zu sein, dass das funktionieren wird. Wobei es halt eben einfach bestimmte Sachen gibt, die funktionieren bei fast allem und die kann man dann halt auch einfach so nehmen. Aber da ich halt eben viele Patienten mit auch schwerwiegenderen Autoimmunerkrankungen habe, gehe ich da relativ spezifisch ran. Also ich gucke gerne auf jeden Fall nach bestimmten Markern. Also TNF-Alpha ist da ein Stoff, der halt sehr, sehr viel ausgeschüttet wird im Rahmen der chronischen Entzündung. Interleukin 6 ist ein weiterer Marker der chronischen Entzündung, der oft sehr stark erhöht ist oder überhaupt erhöht ist. Interleukin 8 ist vor allen Dingen, wenn es in bestimmte Bereiche auch auf der Autoimmunschiene von Kollagenosen und rheumatischen Geschichten und Sklerosen geht, der oft erhöht ist, wo ich gerne nachgucke. Und wenn das finanziell drin ist, gucke ich gerne an Balance zwischen TH1, TH2 und TH17-Systemen, das ist dann Interferon Gamma und Interleukin
4 noch mit und Interleukin 10. Und das sind so die Sachen, die ich halt mir dann sehr spezifisch mit angucke, weil es einfach bestimmte Phytotherapeutika gibt, mit denen man sehr spezifisch an die einzelnen Fraktionen rangehen kann und dann halt gucken kann, ich möchte gerne das hemmen, ich möchte gerne das hemmen und das dann entsprechend behandeln kann. Also das sind so, und hochsensibles CRP mache ich auf jeden Fall auch. Und wenn jemand halt kommt, und ich versuche das aber sehr abzustimmen auf den jeweiligen Patienten, weil manche sind halt eben privat und da kann man natürlich deutlich mehr machen, so traurig das ist. Und dann gibt es halt welche, die sagen, es ist mir egal, ich will alles. Viele kommen auch schon mit einer Liste, was ich gerne alles getestet hätten. Oder wenn halt jemand sagt, wissen Sie, ich habe echt gespart, um hier überhaupt herzukommen, ich habe nicht viel, dann gehe ich halt da voll mit bei dem, was Hildegard gesagt hat, weil viel braucht man für den Anfang oft nicht. Also wie gesagt, es gibt halt bestimmte Sachen, die funktionieren grundsätzlich relativ gut. Also das, was Corinna am Anfang schon gesagt hat, es sind halt viel oxidative Prozesse, und wenn man halt Antioxidantien mit dazugeben kann und bestimmte entzündungshemmende Stoffe, dann kann man oft schon viel erreichen. Aber ansonsten gehe ich halt zum Teil gerne spezifisch an die Geschichte ran, ist aber eben auch tendenziell vielleicht, also weil die meisten bei mir eben tatsächlich Autoimmunerkrankungen haben oder eigentlich fast alle, dass ich halt da ja noch ein bisschen spezifisch voran möchte. Und vieles, was ich von den Patienten verlange, ist ja sehr anstrengend. Also es erfordert auch viel Eigeninitiative. Und meine Erfahrung ist, auch mit mir selber, das ist ja, man ist ja auch immer selber sein liebster Patient so ein bisschen, dass es unheimlich hilft, schwarz auf weiß zu sehen, es wird besser. Wenn ich mit dem Patienten starte, mit einem Interleukin 8 von 800, und nachdem der halt die ganzen Maßnahmen durchgezogen hat, 3 Monate später ist das bei 6. Dann ist der Patient so glücklich und kann halt schwarz auf weiß sehen, ja, all das, was ich geopfert habe und was ich gemacht habe, das lohnt sich wirklich. Es ist nicht nur, ich bilde mir nicht ein, ich fühle mich besser, weil viele vertrauen ja sich selber überhaupt nicht mehr, weil sie so viel erlebt haben, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie können ihrem Körper nicht mehr vertrauen. Und wenn sie das dann halt sehen, dann merken sie, okay, das, was ich fühle, korreliert mit dem, was mir auch das Labor sagt. Und das ist dann halt unheimlich hilfreich, vielleicht auch in Zukunft, um wieder ein besseres Gespür zu entwickeln, auch für sich selbst. Weil das ist viel, vor allen Dingen im Rahmen dieser entzündlichen Prozesse, sehr verloren gegangen, zu fühlen, was tut mir überhaupt gut. Und ich denke, also da triffst du einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Viele Menschen sind wirklich entkoppelt von dem eigenen Körpergefühl. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass das oft unterstützt wird. Ne? Weil wenn man schon bei mehreren Ärzten war oder mehreren Therapeuten und einem im Endeffekt immer gesagt wird, ich glaube dir nicht oder das ist halt so, oder dann finde ich damit ab, das ist der Prozess des Älterwerdens. Das reduziert natürlich das Verständnis des eigenen Körpers. Und dementsprechend finde ich das auch, so wie du sagst, manchmal eine sehr große Hilfe, den Leuten zu zeigen, das, was du spürst, kann ich dir auch zeigen. Und ich kann dir auch zeigen, wenn es sich verbessert. Und ich bin ein fieser Patient, weil ich merke nicht, wenn es mir besser geht. Ich merke ganz spät, wenn es mir schlecht geht, aber ich merke auch ganz spät, wenn es mir besser geht. Und dann ist es einfach schön, wenn man sowas sieht. Und es gibt ja, also was ich immer gerne mache, auch wenn Leute nicht so viel Geld ausgeben, ne, ist herkömmliche Blutwerte, die sind nun mal nicht so teuer. Und man kann ja auch über beispielsweise Eisenferritin auf inflammatorische Prozesse gucken. Man kann sich das Homozystein angucken oder auch einfach Blutzuckerwerte, ne, Insulin, was auch eine inflammatorische Wirkung hat. Und dementsprechend kann man ja oft auch schon mit ganz einfachen Maßnahmen und kostengünstigen Maßnahmen diesen Effekt haben, dass man sagt, guck mal, das war vorher, das ist jetzt, und ein Erfolgserlebnis vermitteln und auch belohnen für das, was sie dann alles geändert haben. Ne? Nächste Frage. Welche Krankheitsbilder entstehen typischerweise aus diesen konstanten Entzündungsprozessen? Oft hört man ja auch den Begriff Inflammaging. Was könnt ihr uns dazu erzählen? Inflammaging, da ist Inflammation und Aging drin, und das ist ja auch die Grundlage von Aging, also unsere Gene verzuckern, unsere Strukturproteine verzuckern, und das ist ein Alterungsprozess. Da gibt es ja auch ganz interessante Dinge, habe ich ja auch mal einen Post zu geschrieben über die Ages, also die verzuckerten Enden und die verzuckerten Strukturen im Körper. Also wir karamellisieren von innen, deswegen ist auch das Management über den Blutzucker auch so ganz wichtig. Also dass man wir haben ja eine völlig falsche Vorstellung auch von einer Zivilisationskrankheit, die über Inflammation auch entsteht, und das ist der Diabetes. Das ist ja ein ganz falscher Ansatz, den wir da haben, weil Diabetes hat keine Spätfolgen, sondern Frühfolgen, und man weiß eigentlich,
dass die Vorphase, wo man mit Blutzucker-Spikes, aber nicht mit einem Gesamtwert, wo man eben über die Zielflagge kommt, wie beim Internisten, wenn der sagt, jetzt hast du Diabetes, jetzt kriegst du Tabletten, dass vorher eigentlich das ganze Unheil passiert und auch die ganzen Spätschäden entstehen, also die Nervenschäden, die Nierenschäden, die Augenschäden, die Herz-Kreislauf-Schäden, dass das kommt, weil wir ungleichmäßige Blutzuckerspiegel haben und in unserer Ernährung, dass wir, es ist ja leider so, dass wir ständig snacken, dass Fasten was mit Verhungern zu tun hat, dass es ja Leute gibt, die nicht ohne was zu essen aus dem Haus gehen können, weil sie Angst haben, dass sie zwischendurch Hunger bekommen und dann gehen sie vielleicht irgendwo hin und kaufen sich was und man hat ungünstigerweise, auch wenn man zu den falschen Lebensmitteln greift, immer kleine Blutzuckerspikes im Hintergrund und ist kein Diabetiker. Ich sage das nochmal. Das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Blutzuckerspikes sind aber Entzündungsspikes und dann entstehen alle Zivilisationskrankheiten, die wir uns vorstellen können. Wirklich von Autoimmunerkrankungen über Alzheimer, über chronisch entzündliche Darmentzündungen, über Herz-Kreislauf-Krankheiten, koronare Herzkrankheit, Diabetes, Arthrose, chronische Schmerzen, Fibromyalgie, Asthma, Osteoporose bis zum Krebs. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich was ausgelassen habe, aber es ist eigentlich so, dass fast alle Krankheiten so entstehen. Ja, was ich noch finde, wichtig ist, sind die ganzen hormonellen Geschichten. Das hatten wir jetzt halt noch nicht. Also unerwünschter Kinderwunsch spielt auch eine große Rolle. Ja. Alle Beschwerden in der Richtung, also Gewichtsabnahme, Resistenzen, Hitzewallung, PMS, Dysmenorrhoen, Hypermenorrhoen, einfach insgesamt, also bis hin zu zyklusbedingten Phobien und Psychosen, also das spielt auch, hat auch ganz viel alles mit chronischer Entzündung zu tun und vor allen Dingen auch viel mit dem, was Hildegard sagt, also das haben wir vorhin bei der Diagnostik so ein bisschen vergessen, dass tatsächlich eins der, obwohl Corinna hat es ja gesagt, eine der günstigsten Tools ist und was man halt sehr gut nutzen kann, auch zur Einstellung zum Monitoring der Blutzucker ist und dass das halt was ist, was gerne ja, auch vergessen wird und nicht gern gesehen wird, dass man, wenn man hier gar nicht dran, also dass ich das auch wieder so eine sich in den Schwanz beißende Katze ist, weil wenn man dolle Probleme mit Insulin und Leptin hat, verursacht das chronische Entzündung. Das wiederum führt dazu, dass man sein Essverhalten nicht im Griff hat und sich halt überhaupt nicht auf ein intuitives Essverhalten verlassen kann. Und das wiederum führt dazu, dass Sachen gegessen werden und der Blutzucker instabil ist, die nicht so gut wären und dass halt eventuell auch einfach das Gewicht zu hoch ist, was wiederum massiver Trigger für chronische Entzündung ist. Und was halt da eine große Rolle spielt. Und so ein bisschen das, was Corinna auch vorhin gesagt hat, das Erste, was halt bei sowas auf der Strecke bleibt, ist ganz oft das, was eigentlich helfen würde. Also die Ernährung bleibt auf der Strecke. Man fängt an, nur noch Schwachsinn zu essen und nur noch das, was schnell zur Verfügung steht, mal eben schnell das Stückchen Schokolade in den Mund geschoben oder was halt gerade da ist. Und man hört auf, sich zu bewegen. So als Zweites, also man bewegt sich viel, viel weniger. Man macht keinen Sport mehr, weil man muss sich ja schonen, weil man ist ja so schlaff. Und dadurch fällt die ganze Myokin-Klasse und alles, was halt da helfen würde, die Entzündung runterzudrücken, fällt weg. Und als Letztes fallen ganz viel weg soziale Kontakte, weil man hat halt keine Zeit mehr. Und auch gerade soziale Kontakte und dieses ganze Psychosoziale ist was, was anti-entzündlich ist. Und das, finde ich, wird viel zu wenig auch da thematisiert. Also großer, guter sozialer Background und gutes Netzwerk hat eine ganz hohe anti-entzündliche Wirkung. Und wer halt sowieso schon so erschöpft ist und so, der versucht nur noch zu überleben. Und das, was halt eben nicht mehr wahrgenommen wird, ist das Treffen von Freunden und ja, das, was einen halt eigentlich glücklich macht und was dann da einen hohen Faktor hätte. Und insofern sind dann auch die ganzen psychischen Erkrankungen, Panikattacken, Depressionen, alles in der Richtung, die halt ja eine ganz, ganz große Rolle in der heutigen Gesellschaft spielen, sind in vielen, vielen, vielen Fällen, vielleicht sogar in allen, auch Folge von chronisch-systemischen Entzündungen. Ich glaube, dann haben wir alles. Matt, wolltest du was sagen? Ich will dir nicht ins Wort fallen. Nee, ich wollte nur sagen, Simone, du sprichst da, das fühlt sich für mich an, du sprichst da von sehr viel Lebenserfahrung. True. Du sprichst da mit so viel Überzeugung und ist wirklich sehr berührend. Danke dir. Ja, und ich denke, das spricht auch wieder ein Thema an, ne? Was ihr beide gesagt habt, im Endeffekt, auch wenn man das jetzt wieder auf diese Diagnostik zurückführt, ne? Wenn die Menschen nicht die Basis ändern, ne? Wenn die Menschen täglich eine inflammatorische Diät haben, sich nicht mehr entspannen, sich nicht mehr bewegen, nicht mehr ordentlich auf die Toilette gehen, sich nicht ordentlich hydrieren, so die Basis legen,
dann können wir, denke ich, an der oberen Spitze noch so viel diagnostizieren. Dann wird sich diese Katze weiter in den Schwanz beißen, wie du so schön gesagt hast, ne? Und dementsprechend ist es ganz wichtig, den Mensch als Ganzes anzugucken und wirklich an der Basis zu verändern. Und ich finde, das ist auch die große Macht der funktionellen Medizin oder der ganzheitlichen Medizin, dass man vermitteln kann, wie wichtig das ist, was der Mensch selber ändern kann, dass es nicht der Arzt ist, der sagt, oh, ich habe jetzt entdeckt, was du Böses hast und da gebe ich dir jetzt das und das dagegen, sondern dass wir erklären, guck mal, du hast ganz, ganz viel in der eigenen Hand und bist aber auch verpflichtet, ne, das zu tun, weil sonst wird das nicht so viel bringen, was wir hier zusammen machen. Ich habe meine nächste Frage, und zwar geht es darum, seht ihr, was das Thema chronisch entzündliche Krankheiten angeht, einen Trend in eurer Praxis? Hat sich da die letzten 10, 15 Jahre was verändert? Seht ihr ein anderes Gewicht, andere Alterskategorien, wie euch die Hildegard hatte das schon erwähnt? Was habt ihr das Gefühl, was ist so am Laufen im Moment auf dem Gebiet? Also ich arbeite ja schon sehr, sehr lange in der Praxis. Ich habe aufgehört bei 25 Jahren zu zählen, also es ist schon mehr. Es ist so, dass ich ganz klar sagen kann, dass ich, und ich habe auch eine Statistik dazu, dass meine Patienten jünger werden. Das ist ein ganz klarer Trend. Und dass wir auf jeden Fall auch mehr Männer bekommen. Also das ist auch so, viele, sonst haben wir eigentlich so einen überwiegenden Anteil an Männern, an Frauen gehabt. Und das ist jetzt so, das geht ein bisschen zurück und die werden, also beide Geschlechter werden jünger. Und auch bei Männern ist das so, dass die jünger werden. Und was man auch mehr sieht, finde ich, sind diese Symptome, die mit Bewegungslosigkeit und falschem Essen zu tun haben. Also Bauchfett zum Beispiel, das haben wir ja so noch nicht so ganz explizit rausgearbeitet, wie gefährlich das ist. Oder auch, dass das eigentlich so ein Kardinalsymptom ist von Silent Inflammation. Das haben eben auch jüngere Männer früher, weil die sind ja eigentlich genetisch, sind Männer ja eigentlich bis 35 geschützt. Die können, ich sage jetzt mal, trinken, essen, was sie wollen, da kommt nichts dran. Die haben ein Sixpack und dann kippt das irgendwie um. Also das hat ja, das ist ja eine genetische Uhr dahinter von unserem Körper. Der will, ist ja nur, oder unser Genre ist ja nur daran interessiert zu überleben und sich weiter fortzupflanzen, und deswegen ist das mit dem 35 ja auch so ein Knackpunkt bei vielen. Und ich habe aber inzwischen wirklich auch Patientinnen, die sind 22 und so und 19 und kommen mit chronischen Beschwerden, wo man auch sagen muss, die Schulmedizin hat die schon komplett aufgegeben, wo ich auch immer sagen kann, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch einfach aufgegeben wird, obwohl der so klare Symptome hat und dann auch weiter in diesen geteilten Sektoren hin und her pendelt, weil dann schieben viele die psychischen Symptome auch in den Vordergrund und dann landen die eben auch erstmal 5, 6 Jahre beim Psychotherapeuten. Das sind ja auch Jahre, die wir jetzt in der ganzheitlichen Therapie effektiv verlieren, wenn wir nicht darauf hinweisen. Also jünger. Also ich würde auch sagen, jünger. Auf jeden Fall, also dass sich das verschoben hat. Ich bin nun bei weitem noch nicht so lange dabei wie Hildegard, aber deutlich länger als viele denken. Also das würde ich auch sagen, viel, viel jünger vom Alter. Ich habe auch zunehmend tatsächlich auch Kinder, das finde ich halt immer besonders erschreckend. Also 7-, 8- bis 10-Jährige, die im Prinzip nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen. Also die in der Schule vollständig versagen, die zu Tode erschöpft sind. Und das sind so die Fälle, die ich am schlimmsten finde, weil deren Leben hat ja noch gar nicht richtig angefangen und es ist halt schon irgendwie völlig schwierig. Bei mir massiv zunehmend die umweltassoziierten Erkrankungen, also Multichemikaliensensitivität, so dieses unspezifische Fibromyalgien, solche Geschichten, das sind halt Sachen, die auf jeden Fall stark zunehmend sind. Was, glaube ich, also was klar ist, was einfach mit unserer Art zu leben zu tun hat und dass wir halt immer mehr unspezifischen, unsichtbaren Giftstoffen und Triggerfaktoren ausgesetzt sind und wahrscheinlich aber auch mit einer erhöhten Sensitivität für das Thema in Zusammenhang zu bringen ist. Aber das ist so das, was ich sagen würde, was ganz stark aufgefallen ist und insgesamt halt eben massiv stark zunehmend. Also die Prävalenz von Erkrankungen aus diesem Bereich, also es ist inzwischen ja das Krankheitsklientel schlechthin und das ist leider was in der normalen schulmedizinisch abgebildet wird. Dieses Erkrankungsbild
Ich bin einfach nicht mehr so richtig wie früher. Ich fühle mich nicht wohl. Damit kann der klassische Hausarzt wenig anfangen, weil dagegen gibt es einfach kein Medikament. Und das ist dann halt schwierig. Und ja, insofern, aber es gibt ja Gott sei Dank, also auch durch euch und uns im Trend, dass es immer mehr Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, das ist halt das Problem, dass die Erkrankungen nicht mehr spezifisch sind. Dass man halt nicht kommt, ich habe das, sondern ich habe diesen Wust von Symptomen, die man halt nicht richtig sortieren kann. Also das ist halt sehr auffällig. Ja, und man muss sich ja auch vorstellen, die meisten Leute sterben ja nicht mehr an Altersschwäche. Das ist ja schon etwas, das kennen wir ja von früher noch, dass Menschen an Altersschwäche gestorben sind. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und es ist so, die Amerikaner gehen ja schon auf die Inseln, also auf die Mittelmeerinseln und machen Forschungsprojekte und Sendungen über Menschen, die mit 98 noch 20 Kilometer in den Weinberg fahren, jeden Tag zur Arbeit, und nennen das dann Longevity oder Longevity und schreiben darüber Bücher und Artikel. Und das ist wirklich, das ist offensichtlich ein Phänomen, wo die Leute von den Mittelmeerinseln sagen, ja, wieso, das ist doch immer so gewesen. Irgendwann stirbt man und dann ist gut und vorher war man aktiv. Und das ist ja auch das, was wir verhindern wollen, dass man inaktiv wird, krank wird, nicht mehr am Leben teilnimmt, sozialen Rückzug erleidet, in Rente geht, nicht mehr autonom ist, weil man nicht mehr arbeiten kann. Und diese ganzen Dinge, die haben wir ja auch im Sinn. Und das wäre auch ein Trend, den ich noch beifügen kann, den ich ganz unglaublich erschreckend finde, dass es nicht mehr alte und gebrechliche oder krank aussehende Menschen sind, die man trifft, sondern dass das Menschen sind, die noch ganz normal und gesund aussehen, eigentlich zum Teil wirklich noch so in der Blüte ihres Lebens mit fiesen Krankheiten, und dass auch das so weitreichend ist, dass Menschen in der Phase, in der sie eigentlich vorsorgen sollten und sich ein Leben aufbauen, eine Familie gründen, dazu überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ne? Weil sie so kaputt sind. Und das ist was ich einfach ganz, ganz entsetzlich finde. Und deshalb ist das Thema so wichtig, dass man diesen Leuten hilft, weil das ist ja nicht nur ein ganz individuelles Problem, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, auf das man da trifft. Also, wenn man jetzt unter einer chronischen Krankheit leidet, die entzündungsbedingt ist, was sollte man tun, wenn man unter so einer Krankheit leidet? Was für Ratschläge habt ihr da? Womit fängt man an? Also ganz generell geht es darum, dass wir einen antientzündlichen Lebensstil mit den Patienten vereinbaren. Also alles, was Entzündungen auslöst, müssen wir möglichst minimieren. Und auch Dinge tun, die gegen Entzündungen wirken. Ich meine, Simone hat das eben auch schon gesagt, dass ganz, ganz wichtig ist die Bewegung. Und es ist nicht nur Ausdauerbewegung. Das ist ja das, was viele auch, wenn sie so erschöpft sind, überhaupt nicht hinbekommen. Also die Mitochondrien haben wir eben eigentlich auch, ja, die haben wir übergangen, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Also die kriegen ja auch Schäden, wenn man chronisch entzündet ist. Das heißt also, man hat systematisch, die Mitochondrien sind ja die Energie, oder die Kraftwerke der Zellen, wo Energie gebildet wird. Und das ist ja das, was weiter kaputt geht. Man wird ja immer schlechter. Und deswegen muss man auch sagen, es ist vielleicht auch sinnvoll, bei der Bewegung auch mal Muskelarbeit, also mit Arbeit mit etwas Gewichten oder sowas zu versuchen, weil da schüttet man ja zum Beispiel schon antientzündliche Substanzen aus, die der Körper ja selber hat und auch selber bilden kann. Wir können sagen, der Schlaf muss besser werden, der Stress wird reduziert, die Ernährung ist ganz wichtig. Wir haben immer the big three, sagen wir, ne? Zucker, Gluten und Casein, über die wir nachdenken müssen. Wir müssen den Gemüseanteil, also den Teil, wo wir natürliche Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe haben, den müssen wir in der Ernährung auf 75% bringen. Wir müssen die Leute auch dazu oder aufklären, dass sie lieber wenig Fleisch essen sollen, dafür aber hochqualitatives, also nicht gestresste Tiere, die voll Antibiotika und Medikamente sind, auch noch zu sich nehmen sollen. Also in Qualität beim Essen, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass soziale Kontakte, haben wir schon gesagt, und auch das Leben ohne Umweltgifte oder das Minimieren, auch bei Kosmetika, bei Frauen, also wie viele Frauen haben morgens die erste Portion Blei auf den Lippen, ne, wenn sie sich den roten Lippenstift auftragen und das Haus verlassen. Und die Kosmetika sind ja auch voll von Umweltgiften. Das sind so Sachen. Und dann haben wir eben ein ganz großes Thema, die Supplements. Da arbeiten, glaube ich, Simone und ich auch ganz konsequent, dass wir antientzündliche Supplements einsetzen. Und vielleicht überlasse ich der Simone da zu nennen, was da in Frage kommt, damit
ich nicht hier so viel rede. Alles gut. Also ich finde, das hatten wir vorhin halt schon gesagt, da in diesem, wie gehe ich da ursprünglich ran? Matt hat vorhin schon gesagt, es gibt hier in Berlin einen Orthopäden, der hat einen Spiegel bei sich hängen, gleich am Eingang, und über dem Spiegel ist ein Schild, da steht drauf, mein wichtigster Mitarbeiter. Und das finde ich großartig. Ich habe immer schon mal überlegt, ob ich das halt auch mache, weil das ist der Punkt. Wenn man selber nicht mitarbeitet, dann wird das alles nichts bringen. Es gibt nicht das eine Zaubersupplement, was einen von chronischer Entzündung befreit. Und das ist halt auch das große Problem in diesem ganzen Geschehen, weil wir kommen oft dahin, weil wir uns halt so weit entfernt haben davon, was eigentlich die Natur mal für uns vorgesehen hätte, gehabt hätte, wie wir leben sollen. Und deswegen kommen wir da nur hin, wenn wir, so wie Hildegard schon gesagt hat, für uns wieder einen anti-entzündlichen Lebensstil implementieren. Und das bedeutet eben nicht, ich kann so weitermachen wie bisher und nehme zusätzlich mal noch Kurkuma und Weihrauch. Das ist sicherlich nicht schlecht, aber es wird davon mit Sicherheit nicht gut werden. Und viele denken das aber und sind dann halt furchtbar enttäuscht. Und wenn sie dann noch richtig aktiv sind, dann verzichten sie noch auf Gluten. Und dann haben sie halt das Gefühl, jetzt haben sie ja schon so viel gemacht, jetzt müssten sie doch eigentlich unbedingt wieder gesund werden. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann sind sie schrecklich enttäuscht. Und leider ist es halt, dieser Prozess ist meistens über einen sehr langen Zeitraum entstanden und braucht halt auch sehr viel Arbeit, um wieder wegzugehen. Das heißt, man muss auf diese ganzen Geschichten mit raufgehen. Und vorhin schon kam schon die Frage, reicht Yoga aus an Bewegung? Und da muss man ganz klar sagen, kommt auf das Yoga an. Also ich hatte da selber so ein Erlebnis, wo ich in der Schwangerschaft gedacht habe, ich habe nie Yoga gemacht vorher. Ich gehe jetzt mal zum Yoga. Das soll ja so easy und entspannt sein. Ja, denkst du, das war der schlimmste Muskelkater meines Lebens. Also Yoga kann auch sehr intensiv sein. Aber so das, was halt viele machen, also ein bisschen Yin-Yoga, reicht halt leider zur Myokin-Ausschüttung nicht aus, auch wenn es für den Parasympathikus großartig ist. Also deswegen halt da immer wichtig, woran will ich eigentlich rangehen und was will ich halt eigentlich machen. Ja, und deswegen sind halt die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht halt, sind halt Stressreduktion, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ich sage halt in meinen Vorträgen ganz, ganz oft, du kannst machen, was du willst, wenn dein Partner ein Arschloch ist, dann wirst du nicht gesund werden. Und das ist halt leider so. Also wenn man halt da jemanden sitzen hat, der einen ja permanent mental und im schlimmsten Fall sogar auch körperlich missbraucht, dann kann ich halt alles tun, was ich will. Und auch solches Klientel habe ich halt leider oft, die halt an allen möglichen Fronten kämpfen, wo eigentlich ganz klar ist, was der Hauptstressor und Trigger in ihrem Leben ist, der halt chronische Entzündung verursacht. Und gerade bei uns Frauen, warum ist das Verhältnis 10 zu 1 bei diesen Erkrankungen zwischen Frauen und Männern? Natürlich auch wegen toxischen Östrogenmetaboliten und so weiter, aber auch, weil wir uns als Frauen permanent überlasten. Wir sollen in der heutigen Welt alles sein. Wir sollen die sexy Hexi sein, die super Mutter, die erfolgreiche Geschäftsfrau und das halt am besten alles gleichzeitig. Und das schafft man einfach nicht. Und nur wenn man das halt auch für sich annimmt und gerade halt auch mal lernt, Nein zu sagen. Und irgendwer hatte das, glaube ich, heute in einem Bus, was ich jetzt, aber ich benutze das halt auch gerne, dieses im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, nehmen Sie als erstes selber die Maske und helfen Sie dann anderen. Das ist halt ganz, ganz, ganz entscheidend. Nur wenn man für sich selber sorgt, dann kann man halt auch für andere entsprechend da sein. Und ich glaube, das halt auch mit zu vermitteln, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann dürfen halt auch Kurkuma und Weihrauch und diverse andere Sachen in die Aktion kommen. Ich weiß halt nicht, wenn wir die wichtigsten da nennen wollen. Also B-Vitamine spielen halt eine ganz, ganz große Rolle, weil die eine große Rolle im Stresssystem spielen und in der Antientzündung und in hoher Menge verbraucht werden. Das, was Corinna schon vorhin gesagt hat, es wird halt alles sehr, sehr, sehr viel stärker verbraucht als sonst. Ich arbeite auch gern mit Ernährung. Also ich finde es halt super wichtig, das einfach fest in den Alltag von Leuten mit unterzubringen, damit sie auch dran denken und das hinkriegen. Ich arbeite auch gerne mit europäischer Naturmedizin. Also ich finde, wir konzentrieren uns halt viel auf diese ganzen abgefahrenen Superfoods aus Fernost und keine Ahnung. Und es gibt halt echt ein paar tolle europäische Sachen, angefangen von Vitalpilzen, die man selber in unserem Wald auch sammeln kann, bis hin zur, keine Ahnung, Hagebutte, die halt wirklich ein fantastisches Superfood ist. Und also da ist halt, finde ich, sehr, sehr wichtig, das mit zu integrieren und dann einen Mittelprozess daraus zu finden aus einer ganzen Reihe von Supplements, aber auch eben viele Sachen, die ich tatsächlich in meine Ernährung mit einfügen kann und das halt auch so zu machen, dass es nicht zusätzlichen Stress verursacht, weil das, finde ich, sollte halt auch immer das Ziel sein.
Entschuldigung für die lange Rede. Ich hoffe, es war irgendwie zusammenfassend. Nein, ich will, ganz toll. Und ich ergänze jetzt noch was. Ich melde mich jetzt noch mal. Ich habe so wenig Arbeit. Also ich bin auch noch ein ganz, ganz großer Freund von vom Intervallfasten, weil das auch anti-entzündlich ist. Also, dass man einfach dem Darm so mal so ein Fenster lässt, wo der auch in Ruhe seine Arbeit zu Ende tun kann. Also einen Verdauungsprozess ganz zu Ende zu machen oder machen zu dürfen als Darm, das ist auch für den Körper ein ganz tolles Signal und er belohnt uns auch mit viel Wohlbefinden. Und das hat wirklich das hat bei ganz vielen, nimmt das wirklich enorm Entzündungslast, wenn einfach vielleicht mal eine 16-stündige Essenspause eingearbeitet wird, wobei Frauen oft sich ein bisschen reinarbeiten müssen und viele kapieren dann auch, Mensch, eigentlich ist mein Sättigungsgefühl nur auf Kohlenhydrate ausgerichtet. Also es gibt ja Menschen, die sagen, wenn sie kein Brot gegessen haben, dann verhungern sie, auch wenn sie vorher 2 Teller Salat gegessen haben. Es bleibt immer ein Loch im Bauch. Und das zu lernen, auch wieder Ernährung von Essen zu unterscheiden, das kann man mit Intervallfasten, finde ich, gut schulen. Und das Ganze dann eben auch nicht, also ich bin nicht dogmatisch, aber es ist so, ich denke, so eine Leitlinie brauchen wir Menschen schon, ne? Weil wir doch, wir müssen schon Disziplin aufwenden. Das hat Simone, finde ich, auch gut gesagt. Also das ist nicht nur Supplements schlucken und weiter geht's. Das ist so, aber das ist unser Wunsch, ne? Dass eine Fee kommt und unser Problem löst. Deswegen ist die Schulmedizin, glaube ich, auch immer noch so erfolgreich. Und was ich auch vermehrt einsetze, sind ätherische Öle. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, die Kraft der ätherischen Öle, auch antimikrobiell bei chronischen Entzündungen und eben auch als Antioxidantien, weil sie viel purer sind als die Supplements oft. Das ist auch so ein Teil, den ich sehr liebe und auch empfehle. Ein Punkt, den ich auch noch einwerfen möchte, weil wir vorhin von den Mitochondrien gesprochen haben, der ja ganz billig und einfach, theoretisch einfach zu bekommen ist, ist Sauerstoff, ne? Weil wir ja auch die Frage hatten mit dem Yoga. Möglicherweise ist Yoga jetzt gar nicht unter dem Aspekt, wenn man ein ruhiges Yoga macht, des Muskelaufbaus zu sehen als wertvoll. Aber wenn wir es wieder schaffen, unsere Zellen ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, was wir ja häufig nicht mehr tun, weil wir gestresst durch die Gegend laufen und nur noch im oberen Bereich unserer Brust atmen, dann verhungern einfach unsere Zellen. Weil, also mein Sohn war jetzt gerade daran, ne, in der Schule zu lernen, was der Unterschied zwischen so einer Pflanzenzelle und so einer menschlichen Zelle, ne, und wir brauchen halt Sauerstoff, damit unser Stoffwechsel funktioniert, damit wir Energie produzieren können. Das ist ein aerober Prozess. Und wenn wir das nicht mit einbeziehen und wenn wir das nicht tun, dann wird das nicht funktionieren. Und dementsprechend liegt in kleinen Dingen so unglaublich viel Macht. Und in kleinen Veränderungen unglaublich viel macht. Wir sind jetzt schon, die Stunde ist fast rum. Ich habe jetzt gerade hier im Chat gesehen, dass hier wie wild kommuniziert wurde. Genau, wo aber ein Kommentar zum Thema intermittierendes Fasten, dass das auch Stress für den Körper sein kann. Natürlich, ne, das ist auf jeden Fall der Fall. Alles kann Stress für den Körper sein, auch Sport. Ich denke immer, die Dosis macht es aus. Und das ist einfach, ne, je nachdem, über welche Art der Krankheit wir sprechen, muss man natürlich beim Thema Fasten und auch beim Thema Sport immer individuell gucken, ne, ob das jetzt in dem Moment Sinn macht oder nicht. Ich mag, was dieses Thema angeht, total gern die KPNI, die klinische Neuropsychoimmunologie. Die haben eine sehr schöne Studie gemacht, die sich mit dem Thema intermittierendes Leben befasst, wo man gesagt hat, die haben früher im Grunde immer sehr unterschiedliche Stressoren gehabt, die ganz allgemein in unserem Alltag inbegriffen waren und das hat uns stärker gemacht. Und ein Ergo dieser Studie war eben, dass wir durch diese Stressreduktion und dadurch, dass es im Winter nicht mehr kalt ist, weil wir in warmen Wohnungen sitzen und im Sommer nicht mehr warm ist, weil wir in klimatisierten Räumen sitzen, ne, dadurch, dass wir nicht mehr hungern und nicht mehr Überfluss haben, sondern eigentlich nur noch Überfluss haben, dass dem Körper eben gerade diese Reize fehlen. Aber wie stark man diese Reize einsetzen kann in einen Organismus, der schon stark geschwächt ist, das ist eben sehr, sehr individuell. Matt, möchtest du noch eine Frage stellen und ich lese mir dann hier eine Frage durch, die sehr lang ist, dann kann ich die vielleicht auch noch kurz stellen und dann seid ihr auch entlassen. Matt, soll ich unsere Lieblingsfrage stellen? Mach du mal und ich lese hier kurz. Okay, wenn ihr euch entscheiden müsst, was ist die eine Sache, die einfach jeder tun sollte, um möglichst lang gesund zu bleiben? Ich fange mal an, das ist mein Lieblingstier. Optimiere deinen Schlaf. Schlaf ist nicht verhandelbar.
Weil das ist, was ich wirklich oft habe, sind Patienten, die bei mir sitzen und sagen, ich bin so erschöpft und müde. Und wenn ich dann frage, wie lange schläfst du denn die Nacht? Weil das ist bei mir eine Standardfrage, wie lange ist der Nacht? Dann kriege ich als Antwort 4 Stunden, wo ich dann halt denke, okay, da bin ich auch müde und erschöpft. Also das glaube ich, wir haben inzwischen den Anspruch, mehr ist immer besser, wer weniger schläft, gewinnt. Das ist Quatsch. So, das ist so mein Fazit. Ausreichend Schlaf führt dazu, dass wir leistungsfähiger sind, dass wir in kürzerer Zeit einfach deutlich mehr erledigen können und es uns insgesamt sehr, sehr viel besser damit geht. Und insofern, das ist mein Number One. Schlaf ist nicht verhandelbar. Das muss optimiert sein und das ist für viele sehr, sehr schwierig. Und für die, die jetzt alle sagen, ja, einfacher gesagt als getan, das weiß ich. Ich habe massive Schlafstörungen seit meiner allerfrühesten Kindheit. Ich weiß, was das für ein wahnsinnig schweres Thema ist und das ist es für mich immer. Es ist immer ein Prozess. Also mein Schlafheilungsprozess ist so. Aber das halt immer im Kopf zu behalten, es spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und wer nicht ausreichend schläft, kann nicht gesund werden, weil Schlaf ist einer der essentiellen Punkte für... Genau, und jetzt wird hier gleich gefragt, wie viele Stunden Schlaf ist denn normal? Und das ist halt, das ist super individuell. Es kann für dich tatsächlich sein, dass 9 Stunden Schlaf dein Schlafoptimum sind. Mein Schlafoptimum sind 6,5 Stunden. Das ist ungewöhnlich, scheint aber wirklich so zu sein. Und alles darüber stresst mich, weil mehr Schlaf kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Und für andere, mein Partner muss 10 Stunden schlafen, sonst ist er nicht ausgeschlafen, sonst ist er nicht voll leistungsfähig. Und wenn ich halt versuche, mein Murmeltier früher aus dem Bett zu schmeißen, dann ist er nicht mehr voll auf der Höhe. Und das ist halt auch ganz wichtig, dieses, was viele im Kopf haben, 8 Stunden Schlaf, das ist Quatsch, das muss jeder für sich individuell rausfinden, was sein Schlafoptimum ist. Das meins, jetzt gebe ich weiter. Ich möchte da eigentlich gar nicht drauf antworten. Ich finde das mit dem Schlaf super. Ich könnte aber jetzt mit dem Stress, vielleicht fassen wir es zusammen. Das Wichtigste finde ich, dass man achtsam das raussucht, was einem als erstes hilft. Und das ist vielleicht Schlaf. Bei mir ist es auch Schlaf ganz wichtig. Ich war früher ein Murmeltier, das ist mir aber auch verloren gegangen. Ich arbeite da auch dran. Aber ich glaube, bei mir hat das was mit Stress zu tun, aber nicht Stress, dass ich zu viel zu tun habe, sondern das ist bei mir ein genetisch programmierter Stress und den ich mit antientzündlichen Lebensweisen selber im Griff haben muss. Und deswegen, ich weiß so, dass man für sich selber etwas rausfinden muss, was einem sofort vielleicht oder was man selber so als Ansatz findet, hier kann ich was tun, hier habe ich ein bisschen schnellen Erfolg, ob das dann Ernährung ist oder was auch immer. Also so ein Thema könnte ich jetzt nicht sagen. Dann finde ich aber auch gut, wenn ich da noch ganz kurz einmal was zu sagen, weil das kam vorhin schon. Ganz, ganz wichtig ist es, dass ich halt auch immer bei jedem, deswegen bringe ich das hier auch nochmal an, immer sage, du bist wichtig, deine Individualität, weil vorhin schon kam schon wieder, aber Frauen dürfen doch nicht Intervall fassen. Das ist Quatsch. Jeder Einzelne ist individuell anders. Und es kann sein, dass du nicht fasten kannst, weil dein Prozess gerade so ist und dein Entzündungs- und Stresslevel so hoch ist, dass es für dich nicht möglich ist. Und für den Nächsten kann es das absolut Heilbringende sein, Intervallfasten zu machen. Und das ist ganz halt wichtig. Wir haben so eine Breite an genetischer Unterschiedlichkeit, an Lebensunterschiedlichkeit und an ethnischer Unterschiedlichkeit, dass man nicht sagen kann, mach das und du wirst gesund. Es ist einfach nicht möglich. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Also was ich immer ganz viel sage, ist, trau keinem Guru. Und das finde ich halt super wichtig, sein eigenes Ding zu finden. Und das ist halt auch das, was Hilde gerade gesagt hat, was im Prinzip genau richtig ist, das rauszufinden, was hilft dir und nicht, was hilft XY oder statistisch den meisten. Und mein Motto ist ja auch sowieso, der Arzt ist der Patient. Ne? Der macht dann bei mir eigentlich noch vielleicht ein bisschen noch Nachhilfe, aber der Patient ist der Arzt und ich möchte den beraten. Das ist so mein Motto, wie ich auch an die Arbeit herangehen möchte. Sehr schön. Dann würde ich, weil wir schon so weit fortgeschritten sind in der Stunde, würde ich die letzte Frage stellen, die aus unserem Publikum kam. Und zwar hat die Birgit Schäfers, die eine Gruppe hat auf Facebook zum Thema Breast Implant Illness, eine spannende Frage gestellt, die man, finde ich, aber auch gut auf andere Bereiche übersetzen kann. Sie sagt, wenn sie jetzt Frauen in der Gruppe hat, die eben Probleme haben mit diesen Silikon-Einsetzen, Implantaten, dann passiert es eben manchmal, dass sich davon Teile quasi in den Körper absetzen und obwohl man die Implantate rausnimmt, der Störfaktor bleibt drinne, ne? Also Teile davon. Und ob ihr die Möglichkeit oder die Chance seht auf Heilung, wenn quasi so ein Störfaktor
vorhanden bleibt. Und deshalb, ich finde, man muss das ein bisschen abstrahieren, aber es ist eben so. Manchmal kann man gewisse Dinge nicht ausschalten vollständig. Manche Dinge kann man nicht völlig eliminieren. Ein anderes Beispiel wären ja beispielsweise Amalgamfüllungen oder andere Giftstoffe. Was würdet ihr sagen, wenn man nicht in der Lage ist, das Übel zu entfernen, kann man trotzdem heilen in so einer Situation? Also bin ich zu hören, ja. Ne? Ja. Restitutio ad integrum geht nicht. Also das muss man ja schon sagen. Also wie bei der akuten Entzündung, dass man so sagt, ich bin so wie vorher nicht. Aber Lebensqualität und auch ein Gefühl von Heilung, denke ich, das ist immer ein Versuch wert. Ich denke auch, das ist individuell. Das ist jetzt bei mir gerade mal ein ganz akutes Thema. Ich habe so eine Dame gerade bekommen mit Brustimplantaten. Wenn ich da auf das Schmerzbild gucke, sehe ich einfach, sehe ich den Bereich des Oberkörpers und die kommt als Fibromyalgie-Patientin, was ich wirklich ganz traurig finde. Und die hat das sogar schon mal, also hat Implantate sogar auch schon mal auswechseln lassen. Also das wird jetzt schwer auch zu sagen, nehmen Sie die bitte auch raus. Oder das ist auch nicht meine Entscheidung, aber das ist auf jeden Fall erstmal wichtig, das rauszuarbeiten und dann eben auch einen antientzündlichen Lebensstil zu führen und dann mal zu gucken, wie weit man damit kommt. Ich glaube, so würde ich es stehen lassen, weil man Menschen ja auch nicht überfordern kann mit Erwartungen. Ne? Das muss man, ist, glaube ich, ein Weg, auf den man sich dann vielleicht mit Beratung und einfach machen muss. Da. Ich finde aber auch, also finde ich auch, dass man die Erwartungshaltung nicht zu hoch setzen darf, aber dass man eben auch, also ich finde da immer als Beispiel, mein Opa ist 98 geworden, so ein bisschen wie das, was Corinna gesagt hat, und starb, nachdem er vom Pflaumenbaum gefallen ist, beim Pflaumenpflücken, sich dabei zwei Rippen gebrochen hat und dann an einer akuten, schnellen Lungenentzündung verstorben ist. Das so, und mein Opa war kriegsversehrt und hatte in seinem Körper überall Granatsplitter, die nicht zu entfernen waren. Für so ein Beispiel, also die mit allem Möglichen verseucht waren und so. Nichtsdestotrotz war er einer der fittesten, vitalsten und auch glücklichsten Menschen, die ich gekannt habe und ich mir vorstellen konnte und ist halt bis ins hohe Alter absolut fit geblieben. Also auch so ein Fall, wo man halt sagt, der Körper wurde hier permanent die ganze Zeit mit schwerwiegenden Giftstoffen belastet, muss nicht unbedingt dazu führen, dass man halt dann todkrank bleibt. Und also diese Breast Implants, es ist ja auch gar nicht so sehr, dass da was zurückbleibt, im Sinne von, dass halt man was nicht rausgekriegt hat, dass einfach aus dieser Kapsel da was da ist oder so, sondern dass eben, ja, der Körper Schwierigkeiten hat, die Giftstoffe, die da halt eventuell ausgetreten oder so, loszuwerden. Und in der Unterstützung des Ganzen und darin, also es ist halt relativ kompliziert, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber in diesen Entzündungsprozessen, das außer Bahn geraten ist, dass der Körper eben permanent Entzündung produziert, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Und da, wenn man das unterbindet, also wenn man halt schafft, diesen Prozess, wo der Körper sich permanent angegriffen fühlt, den zu stoppen, dann kann man tatsächlich auch hier dafür sorgen, dass wieder, so wie Hildegard es eben schon gesagt hat, eine sehr gute Lebensqualität erreicht wird. Mhm. Wichtig ist halt, es geht nicht von heute auf morgen und jeder darf halt für sich selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Und wenn jemand beschließt für sich, also es gibt halt eine Studie, die gezeigt hat, nichts macht langfristig so glücklich, also an Anschaffungen für Geld, wie Brustimplantate. Und wenn halt eben das Frauen sind, die sich einfach partout nicht davon trennen möchten, weil sie halt das Gefühl haben, dass ein Großteil ihres Lebensglück auch davon abhängt, dann muss man die halt auch da abholen. Dann kann man halt nicht sagen, ja, die müssen raus, sonst behandle ich sie nicht, sondern halt versuchen, halt den Weg da zu gehen. Also das wäre so meine Antwort darauf. Und das kann man im Prinzip auf alles andere zurückführen. Wenn jemand zu mir sagt, er kann aber auf keinen Fall leben ohne Nahrungsmittel XY oder so, dann muss ich versuchen, mein Konzept da drum aufzubauen und das halt irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, dass da immer viel möglich ist. Also kann ich Hildegard nur voll unterstützen, dem, was sie gesagt hat. Ja, und das sehen wir ja, ne? Das ist ja das Schöne an diesem ganzheitlichen Konzept, was es natürlich komplex macht, weil wenn wir jetzt zu jemandem sagen, nö, ich habe jetzt nicht ein Supplement oder eine Pille oder irgendwas Homöopathisches für dich, sondern ich habe im Grunde dieses ganze Konglomerat an Lebensstilfaktoren, die dich zu dem Punkt gebracht haben und wo ich aber auch gerne hätte, dass du was änderst, das kann zum einen überfordern. Aber was ich immer versuche, meinen Kunden zu erklären, ist zu sagen, das hat aber auch eine große Chance, weil im Endeffekt jeder ist bereit oder fähig, auf einem anderen Gebiet was zu verändern. Den einen spricht das eine an und den anderen spricht das andere an. Und im Endeffekt ist jeder Anfang gut. Und wie du gerade gesagt hast, wenn derjenige überhaupt nicht bereit ist, auf dem einen Gebiet was zu verändern,
dann verändert man auf dem anderen und hilft ihm dann, erstmal wieder auch vielleicht in die Kraft zu kommen und auch in den Glauben zu sehen, dass das wirklich alles zusammenhängt und dann die Bewegung vorwärts zu machen und dann vielleicht auch Themen anzupacken, die wirklich sehr stark im Weg stehen. Ne? Weil es ist immer was Emotionales, hat immer einen emotionalen Faktor und wenn ich jemanden zu was zwinge, dann wird er auch nicht die Kraft haben, zu heilen. Ne? Das ist keine gute Ausgangsposition, meiner Meinung nach. So, jetzt. Herzlichen Dank. Wir haben ganz, ganz tolle Kommentare von den Zuschauern auch bekommen. Danke, dass ihr alle da wart und noch da seid. Dann wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Treue jetzt während dieses Jahres. Es ist ja die letzte Sendung dieses Jahr. Ich fand das ganz toll. Wir sind von Sendung zu Sendung gewachsen. Wir haben immer mehr Leute zu uns geholt. Wir bekommen ganz, ganz tolles Feedback. Dafür auch vielen Dank. Und das macht unheimlich Spaß mit euch. Wir werden jetzt erstmal ein Päuschen machen und werden dann erst im Februar wiederkommen. Das liegt einfach daran, dass die liebe Corinna eine große Prüfung schreibt und ich muss was lernen. Deshalb haben wir gesagt, im Januar gibt es keine Sendung. Die nächste Sendung findet am 10. Februar statt. Dann zu einem sehr coolen, aber mal ein bisschen anderen Thema, weil es ist ja Jahresanfang, Jahresstart und dann haben alle immer gute Vorsätze. Und deshalb wird der Max Gotzler da sein. Das ist ein ganz bekannter Biohacker und Gründer von Flowgrade. Und mit dem sprechen wir zum Thema gute Vorsätze, Ziele setzen und auch Erfolge messbar machen. Also mal kein Krankheitsbild, sondern mal, was machen wir denn eigentlich so? Was nehmen wir uns vor? Wie sehen wir, ob das auch erfolgreich ist, was wir da tun? Dementsprechend, ich freue mich schon total. Wir haben noch nicht entschieden, wen wir als Zweites einladen. Da sind wir noch ein bisschen am Nachdenken. Aber der Max wird auf jeden Fall dabei sein. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit zu wünschen. Lasst euch nicht stressen, versucht es zu genießen. Und ich freue mich unheimlich auf das nächste Jahr mit euch. Und ja, vielen, vielen Dank an alle Gäste und an den Matt. Danke, Simone. Danke, liebe Hildegard. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss zusammen.